Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Bibel TV, das Gespräch. Über unseren heutigen Studiogast freue ich mich ganz besonders. Es ist der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski. Herzlich willkommen. Danke. Bei der Vorbereitung zum Gespräch habe ich in Ihrem Internetblog gelesen, auch spannend, dass Sie als Präses selbst da im Internet bloggen, von den aktuellen Herausforderungen, mit denen Sie gerade zu tun haben. Und ich las von Kirchenschließungen und zu managen, wie man mit dem Schwund umgeht und wie man da mit dem Mangel am besten auf beste Weise so umgeht, dass Kirche wieder wachsen und lebendig werden kann. Doch bevor wir zu all diesen Herausforderungen und Problemen kommen, möchten wir einen Blick zurückwerfen, und zwar in Ihre Vergangenheit. Ich habe gelesen, die ersten 5 Jahre Ihres Lebens verbrachten Sie auf dem elterlichen Bauernhof in den Masuren. Wie war das damals und wie ging der Weg dann weiter? Ja, in der Tat habe ich praktisch Wurzeln. Wir sind zwar eine deutschstämmige Familie, aber meine Wurzeln liegen in Polen. Ich bin da geboren, aufgewachsen. Das ist natürlich ein völlig anderer Kontext gewesen. Eine deutsche Minderheit, die Protestanten waren eine Minderheit. Da bin ich hineingeboren und dann nach 5 Jahren in eine westdeutsche Ruhrgebietsstadt nach Gladbeck gezogen. Das ist ja eine völlig andere Welt. Habe da 5 Jahre lang gelebt, und bevor wir dann ins Rheinland gezogen sind. Also von daher habe ich im Laufe meines Lebens eigentlich sehr unterschiedliche Lebenswelten schon sehr früh kennengelernt. Das war durchaus für mich als Kind und Jugendlichen auch ganz herausfordernd, wenn ich das so sagen darf. Darf ich da vielleicht noch genauer nachfragen? Es war ja damals in Ihrer Jugend alles nicht so einfach. Wollen Sie uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Es ist natürlich so, dass meine Eltern hatten einen sehr kleinen Bauernhof, kann man gar nicht sagen. Sie hatten so ein Stück Land gepachtet, und die Zahl der Tiere, die wir hatten, konnte man eigentlich an einer Hand abzählen. Also es war so etwas, wo man sein Auskommen hatte, aber eben gerade auskömmlich. Von daher kenne ich eigentlich sehr bescheidene Lebensverhältnisse. Meine Eltern haben durch die sind Jahrgang 29, 33 beide gewesen. Sie haben durch den Krieg eine Schulausbildung nicht zum Ende bringen können. Von daher war mein Vater später als ungelernter Facharbeiter tätig, also als ungelernter Arbeiter in einem Industriebetrieb. Das war schon so, dass ich eigentlich immer bei einer Familie mit 4 Geschwistern war das schon auch immer sehr bescheiden. Aber das prägt einen ja auch für das übrige Leben, und das ist nicht von Nachteil, wie ich finde. Wie war das für Sie, als Sie nach Gladbeck und an Siegburg kamen? Wie wurden Sie aufgenommen? Ja, ich muss vielleicht noch mal erklären, dass ich ja in Polen war, eben Polnisch die Sprache, die ich natürlich auch gesprochen habe. Auf der Straße war das die Sprache, Deutsch war auch nicht akzeptiert. Und es war eigentlich so ein bisschen, Westdeutschland war für meine Eltern das gelobte Land, wenn ich das so beschreiben darf. Und wenn man dann in Westdeutschland angekommen ist und eigentlich aufgrund seines Dialektes, ich sprach eben den markanten ostpreußischen Dialekt, merkte, ich bin da auch eher eine Minderheit. Ich war nicht der Deutsche, sondern ich war der Pole. Das war ein bisschen schon auch eine Umstellung, auf dem Schulhof zu merken. Ich bin hier. Haben Sie da sowas wie leichte Fremdenfeindlichkeit erlebt? Also sagen wir mal, natürlich gab es zu der damaligen Zeit im Ruhrgebiet in Westdeutschland, war das ja nicht ein Einzelfänomen. Aber man merkte schon, ich fühlte mich durchaus auch fremd. Also ich musste da erst ankommen. Das gelingt natürlich über Fußball, Freizeitgestaltung bei Kindern letztlich ganz gut. Aber zunächst war es auch eine fremde Welt. Das war so. Und nach dieser Schule haben Sie sich für das Theologiestudium entschieden. Auch das war nicht so ein ganz direkter Weg. Ich habe eine schulische Karriere über die Hauptschule Mittlere Reife gemacht und zwischendrin bei 4 Geschwistern und der Familiensituation, wie ich sie beschrieben habe, waren meine Eltern natürlich auch sehr interessiert daran, dass jeder von uns über kurz oder lang dann auch ein eigenes Einkommen hat. Und da fanden meine Eltern das durchaus attraktiv, dass ich nach dem 10. Schuljahr eine Lehre beginnen sollte. Da war mal die Verwaltungslaufbahn angedacht. Die hätte mich vielleicht auch ins Landeskirchenamt, aber in andere Funktionen bringen können. Ich habe es dann auf Anraten der Lehrer doch nochmal dann Abitur gemacht und
Theologiestudium war auch zunächst gar nicht so das ganz im Blick, sondern ich hatte eher an Jura gedacht. Mhm. Aber da der christliche Glaube für mich selber sehr wichtig war in meinem eigenen Leben und ich ein Interesse daran hatte, diesen Glauben auch Menschen weiterzusagen, bin ich dann auf die Theologie gestoßen, habe Theologie studiert, musste dann auch noch alle drei Sprachen lernen, also Hebräisch, Griechisch, Latein. Wenn ich da noch mal nachhaken darf, Sie sagten, der christliche Glaube war für Sie wichtig. Wie ist er Ihnen wichtig geworden? Also ich komme zum einen aus einem christlich geprägten Elternhaus. Von daher gab es immer eine Nähe zum christlichen Glauben. Aber das wissen wir ja, dass der christliche Glaube nicht vererbt werden kann. Man kann, Eltern können werben, können den Glauben nahebringen, aber es muss eigentlich, man muss selber eine Beziehung dazu bekommen. Und für mich ist der Glaube immer so etwas wie Lebenshilfe gewesen. Ich habe in der biblischen Tradition auch als Jugendlicher durchaus gelebt und war da zu Hause. Und das war mir immer der Glaube an Gott war mir eine Stütze, etwas ganz Wichtiges, Gebet, Bibellesen. Und von daher stand ich immer so an dem Punkt zu überlegen, wie kann ich das vielleicht mit meinen Fähigkeiten auch als Pfarrer weitersagen anderen Menschen. Und im Theologiestudium haben Sie dann den Glauben plötzlich aus ganz anderen Perspektiven beleuchtet, diskutieren müssen. Wie ging es Ihnen damit? Ich fand durchaus, das war eine interessante Weitung. Also auch zu merken, es gibt ja Frömmigkeitstraditionen, die ich auch kennengelernt habe, die dann eher so ein bisschen ängstlich sind und sagen, bestimmte Fragen sollte man am liebsten gar nicht stellen. Und ich fand für mich das eine sehr gute Erfahrung, zu sagen, man kann sich mit dem Glauben auch intellektuell auseinandersetzen und auch ein wissenschaftliches Beschäftigen mit Bibeltexten ist nicht vergleichbar mit einem chirurgischen Sezieren von philologischen Elementen, sondern da geht es wirklich darum, dass man versteht, was war die Mitteilungsabsicht eines Paulus, eines Jeremia. Und das fand ich sehr reizvoll, da sind mir manche Lichter aufgegangen. Das war allerdings durchaus nicht so ein ganz einfacher Prozess, ne? Denn die einfachen Antworten, die es ja auch gibt in der christlichen Tradition, das ist der eine Weg, und sich damit intellektuell, wissenschaftlich auseinanderzusetzen, ist ein anderer. Aber mir hat geholfen zu sagen, ich muss den christlichen Glauben nicht selber verteidigen, sondern er erweist sich in meinem Leben als tragfähig, und das habe ich eigentlich auch in meinem Leben immer so erlebt. Und dann ging es in die Pfarrlaufbahn. Ja, es gibt ja manchmal so in der Lebensplanung Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat. Es führte mich nach Wuppertal, und ich habe dann 1984 da eine Gemeindepfarrstelle übernommen. Ich kannte die Stadt Wuppertal gar nicht so sehr gut. Es war ja eine ursprünglich sehr evangelische Stadt, war eine sehr strukturschwache Stadt. Textilindustrie war über Jahre, Jahrzehnte prägend, brach völlig ein. Von daher habe ich in sehr spannenden und schwierigen Kontexten dann als Pfarrer gearbeitet. Das heißt, ich habe durchaus das Problem, Leben mit Migranten, sozial schwache Familien, die versuchen, ihren Weg zu finden. Das habe ich als Pfarrer natürlich sehr intensiv erlebt. Und die Herausforderungen wuchsen. Später waren Sie dort Superintendent in Wuppertal und hatten plötzlich die Fusion der Kirchenkreise Barmen und Elberfeld zu managen. Also offensichtlich waren die beiden Kreise alleine nicht mehr lebensfähig. Das ist ja eine große Herausforderung und sicher eine Arbeit, die ja jetzt nicht sehr viel mit Freude verbunden ist. Ja, also Gestalten macht mir schon Freude, das ist das eine. Management klingt ja manchmal so ein bisschen technokratisch, aber ich habe immer gesagt, es ist unsere Aufgabe als Kirchenleitung, und als Superintendent war ich lokale Kirchenleitung, unsere Aufgabe ist, kirchliches Leben zu gestalten, also mit anderen zu überlegen, wie wollen wir als evangelische Kirche in veränderten Kontexten arbeiten. Und das, finde ich, ist auch eine geistliche Aufgabe. Allerdings auch durchaus gepaart mit, wie Sie es schon gesagt haben, mit Managementaufgaben. Ja, und da mussten Sie ja quasi den Niedergang teilweise irgendwie managen.
Ja, also ich habe schon manchmal so überlegt, die Generation vor mir, die haben Gemeindehäuser eingeweiht, Kirchen eingeweiht, haben neue Einrichtungen geschaffen, haben Mitarbeitende eingestellt und ich habe im Prinzip dauerhaft das Gegenteiliges gemacht. Ich habe das aber, ich habe mich damit versöhnt, weil ich gesagt habe, die Aufgabe unserer Generation in diesem Kontext ist, dies gut zu machen. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Gemeindehäuser und Kirchen entwidmen mussten? Ja, ich muss vielleicht eins erklären. Die Gemeindegliederzahlen sind in Wuppertal seit 1960 zurückgegangen. Also 1960 hatten wir die höchste Zahl. Die Kirchensteuern sind noch weiter gestiegen. Also es ging praktisch 30 Jahre lang ging die Schere so auseinander. Es war so ein bisschen wie die wundersame Brotvermehrung. Es wurde immer mehr bei den Kirchensteuern, aber eigentlich sind die Zahlen schon runtergegangen. Und in dieser Phase, ich sag mal zwischen 60 und 80, haben wir, nachdem wir merkten, die Menschen kommen nicht mehr automatisch oder kommen nicht mehr so intensiv zu uns, hatten wir ein Konzept, gerade in den Großstädten, dass wir gesagt haben, wir bauen in den Quartieren, in den Stadtteilen, Gemeindehäuser, neue Kirchen. Das ist sehr intensiv gemacht worden in der Nachkriegsphase. Und weil wir gesagt haben, wir machen kurze Wege für die Menschen. Das war auch eine konzeptionelle Entscheidung. Die hat aber auch sehr viele von unseren finanziellen Möglichkeiten, hat sehr viel von den finanziellen Möglichkeiten beschränkt, die wir jetzt brauchten, um in einer Zeit, wo unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten viel eingeschränkter sind, kirchliches Leben zu gestalten. Also wir haben praktisch, wenn ich es ein bisschen böse sagen will, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, weil wir hätten uns schon anpassen müssen an die kleiner werdenden Zahlen. Aber nochmal nachgefragt, warum wurden denn die Zahlen kleiner, die Zahlen der Kirchenbesucher, Kirchenmitglieder? Ja. Es wird ja manchmal so getan, als sei das ein modernes Phänomen. Ich habe in diesen Tagen nochmal im Johannesevangelium nachgelesen und Johannes 6, da kann man es nochmal sehr schön lesen. Jesus predigt sehr eindrücklich, wir würden sagen, richtig Profil hat er gezeigt, vom Feinsten. Und dann endet es damit in Johannes 6, Vers 66, dass sich viele seiner Jünger abwandten. Also es gab immer zu allen Zeiten auch das Phänomen, also Jesus hat gepredigt, es entstand nicht eine Erweckungsbewegung, sondern bei seinen Jüngern eine Absetzbewegung. Also von daher lege ich immer Wert darauf, dass es nicht ein modernes Phänomen ist. Aber man muss natürlich sagen, gerade in der Nachkriegszeit, den Menschen ist mit den Ereignissen des Krieges, der Nazizeit, fast alles aus den Händen geschlagen worden. Die Menschen hatten materiell und ideell leere Hände. Das war eine Zeit, wo die Menschen sich sehr, sehr stark Orientierung auch geholt haben bei der Kirche. Und ich denke, man kann das durchaus auch sagen, dass in Zeiten eines wirtschaftlichen Aufschwungs auch andere Dinge für Menschen wichtiger geworden sind. Und gerade in der Volkskirche erleben wir, dass Menschen ja selber über die Nähe und Distanz zur Kirche entscheiden. Für manche, ich drücke das manchmal so aus, die wollen nur den Blickkontakt zum Kirchturm und wollen wissen, wenn ich ihn brauche, den Pfarrer, die Kirche, ist sie da, aber es reicht mir eigentlich über lange Strecken des Lebens manchmal, nur der Blickkontakt. Also dies hat sich in den 60er, 70er Jahren natürlich stark verändert, das muss man sagen. Und darunter haben wir gelitten, aber in einer Stadt wie Wuppertal war es natürlich auch so, die Bevölkerung ist insgesamt etwa von 400.000 auf 350 gesunken. Die Bevölkerungszusammensetzung hat sich verändert. Es kamen Migranten dazu. Von daher gibt es durchaus Dinge, die, also äußere Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, aber eben auch die Entscheidung der Menschen, ich bestimme selber, wie die Nähe zur Kirche ist, hat auch dazu geführt, dass manche Menschen für sich entschieden haben, bei mir ist jetzt erstmal phasenweise oder auch dauerhaft Distanz angesagt. Was können wir da als Kirche tun, um genau diese Menschen vielleicht wieder für Kirche, für Jesus-Nachfolge letztendlich gewinnen zu können? Also eine Haltung, die gar nicht geht, ist die, ich will sie mal sehr plakativ beschreiben, wer nicht merkt, wie gut wir sind als Kirche, ist selber schuld. Das geht gar nicht, sondern wir müssen versuchen, einerseits auf Menschen zuzugehen. Das tun wir mit ganz vielfältigen Arbeitsgebieten. Andererseits, das ist so mein Bild, dass ich sage, im Haus der Kirche muss es viele Eingangstüren geben, weil die Menschen sind sehr verschieden. Also diejenigen, die Sonntagmorgen über das, ich sag mal, über das Portal in den Gottesdienstraum gehen, das ist eine kleinere Zahl.
Manche Menschen haben den Kontakt zur Kirche über die Kirchenmusik. Mhm. Das darf man überhaupt nicht geringschätzen. Mhm. Wenn ich Kirchenkonzerte höre, dann ist das ja manchmal Verkündigung pur. Das ist eine Dosierung von Bibeltexten, manchmal die liegt bei 100%. Für manche finden den Zugang über Jugendarbeit, über Diakonie, über Bildungsarbeit. Also ich glaube, wir müssen viel verschiedene Zugänge schaffen, auch sehr niederschwellig, das finde ich sehr wichtig. Also manchmal haben wir auch künstliche Hürden. Ich will mal so ein Beispiel aus dem Bereich der Musik sagen. Ich mag zwar klassische Musik, aber wenn es auf Menschen so wirkt, du bist bei uns nur dann willkommen im Gottesdienst, wenn du WDR3, also bei uns in der Region klassische Musik, magst. Und es verbindet sich so damit, als sei das die Eingangsvoraussetzung. Mhm. Dann geht das nicht, sondern da wünschte ich mir schon ganz viel, und das haben wir ja auch, viele Klangfarben, muss man entwickeln. Ich glaube auch, wir müssen sehr lebendige Frömmigkeitsformen haben. Also wir merken in manchen Gemeinden zum Beispiel Taizé-Gottesdienste, schlichte liturgische Formen mit Stille, mit Gebet, mit Singen, spricht Menschen sehr an. Mhm. Und ich glaube, da gibt es bei uns auch viel Fantasie. Nur programmieren auf Wachstum und auf steigende Zahlen geht nicht, ging schon zu neutestamentlichen Zeiten nicht, geht heute auch nicht. Nun haben wir unser Gespräch bei der Situation in Wuppertal begonnen, aber heute sind Sie Präses der ganzen Kirche im Rheinland und das Phänomen tritt ja an vielen Orten auf, ja auch eigentlich in allen großen Kirchen in unserem Land. Wo sehen Sie denn Beispiele, wo diese Methode der vielen Türen, will ich es mal nennen, die Sie eben beschrieben haben, wirklich anfängt zu ziehen, wo Sie merken, hier ist ein Beispiel, wo es wirklich geschafft wird, dass auch vielleicht die Mitgliederzahlen wieder steigen, dass Menschen, die die Kirche nicht kannten, neu Gott kennenlernen und sagen, ich möchte hier Mitglied werden und die Zahlen wieder steigen. Und was waren da die Auslöser dafür? Bevor ich ein paar Beispiele sage, möchte ich noch eins sagen. Also eine Kirche, die 2,7 Millionen Mitglieder hat, steht noch nicht unmittelbar vor der Auflösung. Also das sollte. Aber Sie haben in den letzten 10 Jahren 240.000 verloren. Ja, natürlich. Aber trotz allem, man muss das nochmal einordnen, Großinstitutionen haben es nicht einfach. Und von daher sollte man auch immer nochmal schauen, wo wir stehen. Aber wo gelingt was? Also ich habe gerade in dieser Woche nochmal gehört, zum Beispiel von einem Pfarrer, der in seiner Gemeinde sich vorgenommen hat, sehr intensiv junge Familien zu besuchen, wo Kinder geboren wurden. Der gesagt hat, wir merken, von den Kindern, die in evangelischen Familien geboren werden, wird nur noch eine sehr kleine Zahl, eine vergleichsweise kleine Zahl getauft. Da den Kontakt zu suchen, zu sagen, wir sind da, wir begleiten euch in der Situation. Und allein durch den Kontakt entsteht auch nochmal das Nachdenken, worauf bauen wir eigentlich im Leben, unseres Kindes. Und auch die Frage nach Taufe wird auch gestellt. Ich nenne andere Beispiele, das sind zum Beispiel die City-Kirchenarbeiten, die wir entwickelt haben, also in Innenstädten. Möchtest du vielleicht kurz für die Zuschauer erklären, ja. Kontextbezogene Arbeiten, früher war das so, ich sag's auch mal sehr plakativ, wenn die Fußgängerzone, wenn da der Bär steppte, hatten wir geschlossen. Wenn wir geöffnet hatten, Sonntagmorgen war in der Fußgängerzone Stille und Ruhe. Dass wir gesagt haben, wir müssen Arbeitsformen haben, Öffnungszeiten, Angebote haben, die zu diesem Kontext Innenstadt passen. Niederschwellig, Gottesdienst, also gottesdienstliche Angebote, mitten am Tag, gastfreundliche Angebote, seelsorgliche Angebote, also ein Café, wo man auch die Möglichkeit hat zum Gespräch, aber auch Menschen, die mühseligen und Beladenen, die da auch die Möglichkeit haben, Gesprächspartner zu finden. Aber eben auch so etwas Diakonisches, dass da Obdachlose duschen können und ihre Wäsche trocknen können. Das gehört genauso dazu. Aber auch im Bereich der Jugendarbeit. Es gibt durchaus sehr gut gelungene Formen von Jugendgottesdiensten. Jugendkirchenarbeit ist etwas, was bei uns im Rheinland, ich würde fast sagen, auch boomt. Also wo wir sagen, wir müssen nochmal sehr genau gucken, Jugendliche wollen auch Subjekt dann sein. Also die wollen nicht den Gang durch die Institutionen, Presbyterium und. Dann sind die schon längst studierenderweise über alle Berge. Also das heißt, die wollen jetzt auch gestalten können und mitbestimmen. Und da haben wir entdeckt, dass Jugendkirchenarbeit eine gute Form ist, dass Jugendliche auch mit ihrer Sprache
Jugendkultur ist ja auch falsch. Ja. Es gibt ja eine Fülle von Jugendkulturen. Mhm. Also das heißt, dass sie auch ihre Kulturen einbringen können und dass es nicht von uns zensiert wird, sondern dass sie da wirklich auch ihren Glauben leben können in Formen, die ihnen entsprechen. Gibt es, oder von diesen Beispielen, die Sie gerade erwähnen, gibt es da auch Fälle, wo sich das dann wirklich auch in steigenden Kirchenzugehörigkeitszahlen niederschlägt? Also ich kenne ein Beispiel, wo ein Pfarrer, der ist inzwischen fast schon 60, er sagt, wir machen einen Jugendgottesdienst, einmal im Monat, 200 Menschen kommen dahin. Da wird eine Musik gespielt, die ich nicht mag, das ist aber auch nicht schlimm, die muss nicht mir gefallen, sondern die muss den Jugendlichen gefallen. Auch diese Art des Gottesdienstes ist eigentlich nicht die, die ich selber jeden Sonntag besuchen würde, aber sie ist so, dass Jugendliche da auch zu Hause sind. Als ich da jetzt mal in dieser Gemeinde an einem Silvestergottesdienst 18 Uhr am 31.12. teilgenommen habe und sah dann, wie viele Jugendliche an diesem Gottesdienst teilgenommen haben, weil sie eben Gottesdienst als etwas Wichtiges erlebt haben, ist das für mich eine Geschichte, wo ich sage, da ist etwas Gutes gelungen. Ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, einem pensionierten Kollegen, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, der hat in einer, jetzt als pensionierter Pfarrer, die Verantwortung für eine Dorfkirche übernommen. Er hat die Gottesdienstbesucherzahlen innerhalb von 2-3 Jahren verfünffacht. Von 3 auf 15. Das ist jetzt immerhin nicht atemberaubend, aber es ist genau dieses, da ist jemand präsent, ist für die Menschen ansprechbar und macht in großer Treue einen Gottesdienst, bei dem auch die Menschen wahrgenommen werden. Das gehört ja auch immer dazu, dass Menschen spüren, ich gehöre dazu, ich werde hier als Person wahrgenommen. Also ich finde, es gibt eine Vielfalt von Bemühungen. Ein anderes Beispiel sind, in den letzten Jahren hat sich etwas entwickelt bei uns im Rheinland, dass Glaubenskurse sehr intensiv angeboten werden. Dass wir sagen, Menschen sollen die Chance haben, über den christlichen Glauben etwas zu lernen, auch ein Stück kompetent zu werden, auskunftsfähig, aber auch selber den Glauben wirklich gut kennenzulernen. Und wir machen das jetzt nicht nach Schema F, dass wir sagen, das ist jetzt hier dieser Kurs, der ist für alle gut, sondern dass wir auch realisieren, da gibt es ganz unterschiedliche Bildungsschichten und Milieus. Und das versuchen wir anzubieten. Und wir merken, auch das wird gut nachgefragt. Die Inhalte, die Leute fragen wieder die Hauptinhalte nach in diesen Glaubenskursen und lernen so wieder das. Ja, oder es gibt eben Angebote für Menschen, die als Erwachsene nochmal in die Kirche eintreten wollen. Also wie gehen wir damit um? Ich selber habe etwa in Wuppertal das so als Tradition angeführt, einmal im Jahr einen Gottesdienst für die Menschen, die innerhalb eines Jahres neu in die Kirche eingetreten sind. Und allein die Einladung, also neben der eigenen Entscheidung, ich möchte wieder der Kirche angehören, aber zu merken, ich bin wahrgenommen worden, auch nochmal, dass ich hier neu dazugehöre. Ich werde eingeladen, das war ein Gottesdienst mit schöner Musik, anschließend ein Empfang, also auch ein bisschen Gastfreundschaft, auf die Menschen zuzugehen. Wir haben viele Möglichkeiten und die Schwierigkeit ist vielleicht im Moment, dass wir den Abbau bei den Strukturen machen müssen und den Aufbau und die Neuorientierung in der inhaltlichen Arbeit. Das ist schon manchmal ein ziemlicher Spagat, der macht uns zu schaffen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Was ist denn jetzt als Präses so die Hauptvision für Ihre Amtszeit? Sie haben jetzt die große Gestaltungsmöglichkeit, mit all diesen Dingen umzugehen. Was ist ja Ihr Ansatz? Vor falsche Fantasien entstehen, der Präses ist nun nicht der Papst. Also, und im Rheinland ist der Präses ganz bescheiden, der erste Sprecher der Kirche. Natürlich vertrete ich die evangelische Kirche nach außen. Und ich habe das auch so rund um meine Wahl auch gesagt. Der Präses ist natürlich auch, obwohl wir kollegiale Leitungsorgane haben, und ich bin auch ein Mensch, der sehr kollegial arbeitet, ist ja schon auch für bestimmte Dinge auch taktgebend. Und ich möchte schon zum einen die Dinge, die als Leitungsaufgabe zu erledigen sind, die Sie zum Teil ja auch angesprochen haben, da möchte ich meinen Beitrag leisten, dass wir die unaufwendig und zielstrebig erledigen. Also ich finde immer, je reibungsloser das auch läuft, die Leitungsaufgaben, desto mehr
Kraft und Freiheit haben wir auch für die inhaltliche Arbeit, für die Außenwirkung. Welche inhaltlichen Schwerpunkte möchten Sie uns setzen? Wir sind im Rheinland, wir sagen, formulieren das so, die Formulierung finden manche missverständlich. Ich finde sie, ich werde sie auch noch gleich erläutern, sehr schön. Wir sind im Rheinland konzeptionell so aufgestellt, dass wir sagen, wir wollen missionarisch Volkskirche sein. Und für mich, ich höre das immer auf dem Hintergrund der Barmer Theologischen Erklärung aus dem Jahr 1934, ganz anderer Kontext natürlich, wo wir gesagt haben, wo damals die Väter und Mütter im Glauben gesagt haben, wir wollen die Botschaft von der freien Gnade Gottes ausrichten an alles Volk. Also das ist sehr ambitioniert. Das soll breit sein, und ausrichten heißt auch nicht nur verbal, sondern da ist die Diakonie drin, da ist die Seelsorge drin. Also wir wollen missionarisch Volkskirche sein. Das ist unser Programm, und da meinen Beitrag mitzuleisten, dass das auf allen Ebenen unserer Kirche gut gelingt, dass wir verständlich vom Glauben reden. Das ist mir ganz wichtig, dass wir merken, das kriegen ja alle mit, dass die Großwetterlage für die Kirche nicht mehr so ganz einfach ist, und vieles, was auch rechtlich klar ist, ist nicht mehr selbstverständlich, ist auch nicht mehr akzeptiert. Deswegen müssen wir uns bezogen auf die Punkte, wo unser Herz schlägt, inhaltlich, wie wir von Christus reden als dem Menschen, der im Auftrag Gottes sich uns zugewandt hat, der will, dass menschliches Leben heil wird, dass Menschen eine Perspektive und eine Hoffnung haben. Das müssen wir in einer Weise tun, dass das für Menschen verständlich und einladend ist. Und wir müssen es für unterschiedliche Milieus anders sagen und andere Formen entwickeln. Ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Darf ich Sie zum Schluss noch fragen, was Ihr Lieblingsbibelvers ist? Ja, es gibt so auf meiner Hitliste mehrere. Das schwankt mal. Einer, der mir immer wichtig ist, so gerade wenn ich an die großen Herausforderungen denke, die Sie jetzt zuletzt angesprochen haben, dann ist es so Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das heißt, ich gucke durchaus auf große Aufgaben, aber gucke auf sie mit viel Gottvertrauen und Zuversicht. Herr Preses-Rykowski, herzlichen Dank, dass Sie uns so einen Einblick in die großen Herausforderungen gegeben haben. Wir wünschen Ihnen dazu Gottes Segen. Und liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Bibel TV, das Gespräch. Tschüss.